Hallo und herzlich willkommen bei einem angezockt, angeschaut, je nachdem wie man es nennen mag, bei der Danu. Das Spiel, das nennt sich Avorion, erscheint am 23. Jänner 2017 auf Steam. Und ja, wie wird das Spiel kurz beschrieben? Baue deine eigenen Raumschiffe, bestreite riesige Weltraumschlachten, erkunde die Galaxie, treibe Handel, führe Kriege, erschaffe zusammen mit deinen Freunden euer eigenes Imperium, um eure Galaxie vor der Zerstörung durch einen unbekannten Feind zu schützen. Ja, und ich drücke hier im Bild schon immer wieder aktualisieren. Ihr seht, da lädt es immer wieder neue Strukturen an. All das könnte man auch selbst bauen. Wenn ich das richtig verstanden habe, sind diese Stationen zufallsgeneriert. Ich nehme allerdings an, die haben irgendwelche Beschränkungen. Und sie schauen sich ja je nach Volk absolut nicht ähnlich. Also man sieht, was da möglich ist. Teilweise sind das Raumstationen, teilweise sind Schiffe, die man hier sieht. Es ist Hammer. Oh ja. Oh Mann. Ja, und das wollen wir uns anschauen. Das Spiel hat auch noch eine Geschichte dahinter. Also auch da ist ordentlich Stoff da. Man kann das Spiel, wie schon gesagt, im Mehrspieler spielen. Man könnte jetzt über einen dedizierten Server gehen. Man kann das Spiel selber hosten. Man kann das Ganze via LAN oder online spielen. Eigentlich eh logisch. So, das lösche ich mal. Das war was, was ich vorher probiert habe. So, ich mache jetzt ein neues. Und ich nenne es jetzt trotzdem wieder Let's Play. Egal. So. Es wird davon keine komplette Let's Play-Reihe geben. Das Spiel ist verdammt komplex und es ist auch bisher hochinteressant. Aber mir fehlt die Zeit dazu derzeit. Also ich möchte da definitiv einige Male reinschauen. Aber momentan bleibt es jetzt wahrscheinlich mal bei der einen Folge. Schwierigkeit normal, Kollisionsschaden voll, lasse ich alles wie es ist. damit ihr was zum Lachen habt. So. Versuch mal im Hauptmenü F5 oder F9 zu drücken. F5 haben wir vorher gedrückt. Was ist F9? Das ist gemein, dass wir das jetzt sagen. Wenn eine Station nahezu keine Güter mehr hat, wird sie hohe Preise bezahlen. Ja, es ist also auch ein Bedarfssystem quasi. Also wenig Rohstoffe, teurer Preis. Viele Rohstoffe, niedriger Preis. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich auch lohnen, dass man immer wieder schaut, wer hat gerade Rohstoffe, wer braucht es und das dann dementsprechend hinliefert. So, ganz am Anfang haben wir mal etwas, was wir nicht verlieren können. Das hier, das ist mein Bergarbeiter-Abbau-Schiffchen. Damit können wir Ressourcen abbauen. Wir müssen uns erst einmal Ressourcen abbauen, damit wir dann ein Schiff bauen können. Hier sehen wir normale Asteroiden. Ganz rechts hat man dann die Anzeige. Ich habe mal überlegt, ob ich mit euch das Tutorial mache. Aber dann hätten wir jetzt eine halbe Stunde rein Tutorial und würden sonst gar nichts mehr sehen. Ich habe das Tutorial selbst schon durchgemacht und habe überlegt, nee, also ein bisschen kriege ich auch so hin. Das machen wir mal ohne Tutorial. Das Tutorial ist sehr lang. Es wird einem sehr vieles erklärt. Man kann es jederzeit wieder machen. Also da oben, damit startet man das Tutorial mit dem Fragezeichen hier. Das waren jetzt gerade mal 120 Eisen. Das ist zu wenig. Ich brauche mehr. Mitch. Eventuell ein bisschen noch. So. Abbauen. Abbauen, bevor ich dagegen knall, wenn es geht. So. Also ich glaube, unter 1000 Eisen braucht man nicht anfangen, ein Schiff zu bauen. Je mehr Eisen man hat, umso mehr kann man natürlich da noch bauen. Oh, ich sehe Titan. Titan ist cool. Man erkennt anhand der Asteroidenfarbe, aus was das Ganze besteht. Man kann sich aber auch mit dem Mittel
der mittleren Taste von der Maus auch anzeigen lassen, indem man eben das so markiert, wie ich es jetzt hier auch habe. Na komm, 1000 Eisen haben wir immerhin schon mal. Also der ist sehr ergiebig. Deswegen braucht er wahrscheinlich auch so lang beim Abbauen. Ich bin immer ein Freund von kompletten Abbauen. So. Hätten wir den auch abgebaut. Und da drüben, wo war der jetzt? Was ist das da? Nein, dahinter ist der. Kommen wir da vorbei? Ja, komm mal. Da dahinter. Seht ihr diesen weißen? Da möchte ich jetzt hin. Was seht ihr nicht schon der Erklärung da unten? Da steht Titan dabei. Ich bin noch zu weit. Na komm, komm näher. Ja, cool. Nehmen wir uns ein bisschen Titan. Na komm, der Brocken ist auch gleich kaputt da. Das ist ja cool. Also bei meinem ersten, zweiten, dritten Versuch, ich habe mich damit schon ein bisschen rumgespielt, weil ich mir denke, das Spiel ist so komplex, das hat es verdient, dass man sich damit auch wirklich ein bisschen auseinandersetzt. Habe ich eigentlich immer nur Eisen gehabt. Dann habe ich jetzt schon einmal was aufgenommen, war aber dann selbst damit nicht so ganz zufrieden. Das war der Spielstand, den ich vorher da gerade gelöscht habe. Da hatte ich dann auch Titan schon dabei. Ihr seht, wir haben jetzt schon 500 Titan. So, und während wir abbauen, könnte ich ja so nebenbei mal die Geschichte vorlesen. Vor einigen Jahrhunderten gab es eine weltenverändernde Katastrophe, die die Galaxie aus ihren Fugen geraten ließ. Seitdem klaffen überall Risse und eine unüberwindbare Kluft aus zerrissenen... Ups, man soll doch treffen. Hyperraum, aus zerrissener Hyperraummaterie umgibt das Zentrum, unpassierbar für normale Raumschiffe. Seit dem Ereignis, wie es von Galaxiebewohnern genannt wird, ist es niemandem gelungen, in die zentralen Regionen der Galaxie vorzudringen. Es ist nur bekannt, dass eine fremdartige Alienrasse, die Xotan, aufgetaucht ist. Sie scheinen die einzigen zu sein, die die zerrissenen Subraum überwinden können. Ja, da muss ich kurz mit mir sagen. Doch jegliche Versuche, mit ihnen Kontakt aufzunehmen, waren bisher vergebens. Es gibt außerdem Gerüchte über ein mysteriöses neues Material namens Avorion, das zur selben Zeit in der Nähe des Zentrums aufgetaucht ist. Oh, da ist nichts mehr. Dann machen wir da weiter. Die Xotan nutzen es wohl zum Raumschiffbau. So, da ich noch nicht ganz fertig bin, können wir da noch einen abbauen. Nehmen wir den da. So, genau. Bleib stehen. Halt. Bleibst du. Der Gegenschub ist nicht so. So, Gegenschub hat vor allem auch immer weniger Energie, beziehungsweise auch weniger Kraft als ein normaler Antrieb. So. Du beginnst als niemand am Rande der Galaxie und arbeitest dich Schritt für Schritt an die Spitze der Galaxie. Gefährlicher, aber auch reicher an Schätzen wird, je mehr du dich ihrem Zentrum näherst. Avorion nimmt sich Sandbox-Elemente aus Spielen wie... X oder Freelancer lässt sich mit Freunden im Koop spielen und ermöglicht es dir, die eigene Raumschiffe zu bauen. Ja, und es ermöglicht auch wunderbar zu quatschen, nicht zu schauen, was man tut. Und schon hat man hier irgendwie lauter merkwürdige Asteroidenfragmente. Das da gehört noch dazu, oder? Das war's jetzt, okay. Wunderbar. Da hinten haben wir eine Schiffswerft. Schiffswerft ist, glaube ich, ganz okay. Was haben wir da? Ressourcendepot. Ich würde sagen, wir gehen einfach da zur Schiffswerft und bauen dort unser Schiff. Weil logischerweise braucht ein Raumschiff, wenn man es gebaut hat, auch eine Crew. So, wir haben jetzt 1900 Eisen, 1100 Titan. Da können wir sogar schon richtig rumbasteln. Oh mein
wird jetzt sowas von peinlich. Egal. Was soll's? Ja, was kann man dann machen? Also man kann kämpfen. Ich kann mit Lasern kämpfen. Ich habe andere Waffen. Ich habe Maschinengewehre. Ich kann Piraten bekämpfen. Ich kann mir aber auch überlegen, boah, die da mag ich nicht. Das ist jetzt hier zum Beispiel das Syndikat von Edler Vla und könnte auch die angreifen. Kann die dann dementsprechend plündern und so. Die Frage ist natürlich nur, will ich das? Gegen Piraten hingegen ist es eigentlich recht logisch, dass man sich irgendwie wehren möchte. Also insofern braucht man schon den Kampf auch. Der Großteil, oder großer Teil davon ist auch erkunden. Ihr seht, wir sind hier in diesem Mini-Sektor hier. Und das da ist die ganze Karte. Also wie gesagt, das da, da sind wir gerade, Moment, nein, rechte Maustaste, so. Da sind wir gerade. So weit können wir momentan springen, das ist hier dieser blaue Rand. Überall, wo man diese Lichter hier sieht, sind Signaturen geortet worden. All diese Orte sollte man, könnte man sich anschauen. Es könnte was Interessantes dabei sein. Es gibt auch reisende Händler. Die werden dann teilweise sogar angekündigt. So, aber jetzt gehen wir zu dem Teil, vor dem ich mich mal am meisten schäme, fürchte. Ich möchte ein Schiff gründen. Da ich weiß, dass ich ein wunderbarer Schiffbauer bin, nennen wir das Ding einmal Seelenverkäufer. Ich denke, das kommt hin. Das kriege ich gerade noch hin. Zu Beginn haben wir hier einen formschönen Block. Mit dem fange ich an. Ja, dann drücke ich mal B und kann anfangen, mein Raumschiff zu planen. Die Pfeilrichtung habe ich hier, damit ich auch weiß, wohin die Antriebe gehen. Die Antriebe wirken dann natürlich in die Richtung. Hier drüben habe ich die Werte meines Schiffs. Also ich sehe, meine Hülle hat momentan 32 HP. Gut, klingt nicht nach viel, wird momentan auch nicht viel sein. Ja, logischerweise habe ich noch keinen Schub, ich habe keinen Bremsschub. Ich habe ja bisher nur hier diesen Platz. Oh, ich habe die Pfeile auch überall. Oh, cool. War noch gar nicht aufgefallen. So. Hier unten ist eine Schnellleiste. Da sind einige der Steine schon drinnen, die ich verbauen kann. Wenn ich hier auf das Plus gehe oder auf die Leertaste drücke. Ah, auf die Leertaste kommt es nur kurz. Wenn ich aufs Plus drücke, bekomme ich hier eine Übersicht. Also, ich habe hier oben diese Blöcke. Ich habe hier, was habe ich an Waffen, also Maschinengeschütztürme zum Beispiel oder auch die Bergbaugeschütztürme. Hier unten habe ich so vorgefertigte Strukturen. Ich weiß gar nicht. Kann man wahrscheinlich auch einfach nehmen. Moment. Vielleicht kriegen wir jetzt ein voll stylisches Schiff hin. Nehmen wir doch mal. Mal sowas? Probieren wir es einmal. Okay, es kostet 226 Dollar und 115 Roheisen. Kriegen wir das jetzt halbwegs schön daher. Oh Mann. Kann ich das jetzt auch kleiner und größer machen? Kann ich. Aber irgendwie passt es nicht, oder? Nee, es ist verrutscht. Dann müssen wir es noch einmal rückgängig. Machen wir das noch einmal. Ich kann mit Steuerung. Moment. Aha, ich kann es so größer und kleiner machen. Ich kann es länger machen oder schmäler. Ich kann es. Mit W war das, oder? Nee, W macht es generell größer oder kleiner. Aber warte mal, so gefällt es mir sogar. So können wir es machen. Ist zwar jetzt. Ja klar, warum nicht? Schaut doch wunderbar aus. Also, eigentlich. Gut.
Was braucht man? Also, was haben wir hier? Wir haben eine Hülle. Wir haben eine fensterlose Hülle. Wir haben Triebwerke. Die Triebwerke brauchen wir natürlich auch, machen wir aber nachher. Frachtraum. Frachtraum ist natürlich wichtig. Wir wollen ja schon auf einem Schiff sein, mit dem wir auch was transportieren können, oder? So, und jetzt kommt's. Jetzt kann ich diese Blöcke natürlich noch so wie vorher den hier so vergrößern. Nein, nicht das. Mit S kann ich es so verkleinern oder vergrößern. Kann da auch eine 2-Kilometer-Stange draus machen. Mit A kann ich es so machen. Und mit D kann ich es jetzt nochmal breiter machen oder schmäler. Ihr seht, es ändert sich immer der Preis und auch das Eisen, das ich damit verbrauche. So, das ist mein Frachtraum. Ist jetzt vielleicht nicht viel. Für den Anfang wird es hoffentlich. Wobei, der ist wirklich klein. Machen wir noch ein bisschen größer. Machen wir ihn so. Ich denke fast, wir machen ihn so. Ihr seht da oben, ich habe ein paar Credits. Also ich muss jetzt nicht gleich ganz am Hungertuch nagen, aber so viel habe ich jetzt auch nicht. So. Wohnquartiere. Kriege ich die jetzt wieder irgendwie? Kann ich nur. Wenn ich die jetzt so haben möchte, müsste ich es irgendwie. Aha, dann überlappt die. Die überlappen wollte ich es jetzt eigentlich nicht haben. Bauen wir es einfach mal da oben drauf. Und da. Er sagt mir auch schon, dass er mein Schiff gespeichert hat. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Das sehen wir dann am Ende. Ob ich das gut finde oder nicht. So. Gut, dann hätten wir jetzt hier schon mal so ein Ding. Also ich nenne es jetzt einfach mal Ding. Was haben wir noch? Wir hätten noch Korrekturdüsen brauchen wir natürlich dann auch. Panzerung wäre natürlich auch ganz nett, aber wir haben nur noch 400. Eisen. Dock. Mit Anlegemöglichkeiten. Ich glaube, so weit sind wir noch nicht, oder? Man kann Solarpanels machen. Ich könnte hier Licht reinmachen. Ich könnte Kanten reinmachen. Gepanzerte Kanten. So, und jetzt kommen wir erst drauf. Das war ja alles nur Eisen. So wollte ich es. Da unten kommen die Dinge aus Titan dazu. Also könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich möchte jetzt erzeugt ein schützendes Feld für Blöcke. Den möchte ich mal definitiv haben. Muss so eine Art Schutzschild oder so sein. Mein Schiff jetzt wohl mit so einer Art Schutzschild. Was haben wir denn noch? Ein Generator, der produziert Energie. Wie schaut es mit der Energie momentan aus? Wahrscheinlich noch gar keine. Dann nehmen wir die mal, oder? 800 haben wir noch. Was kostet denn der? 600 Titan. Nein, dann lassen wir es erstmal. Wir brauchen nämlich jetzt ganz dringend noch unser Triebwerker. Beim Triebwerk gilt übrigens das Gleiche. Ich kann es größer, ich kann es kleiner machen. Kann es machen, wie ich möchte. Ich kann es auch so länger machen. Ich kann es auch so länger machen. Ich denke, ich mache es jetzt einfach mal so. Höchstgeschwindigkeit 84. Und was wäre jetzt? 103 Meter pro Sekunde. Jetzt müssen wir aber noch schauen, dass wir auch die Korrekturdüsen hinkriegen.
hat sich jetzt immer kleiner gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht. Ich würde mal sagen, hier machen wir eine drauf. Die hier machen wir kleiner. Machen wir die so kleiner. Und zwar so, dass die vielleicht hier reinpasst. Nehmen wir das hin. Und jetzt müssten wir es. Da kriegen wir es nicht hin, ohne dass es rot ist. Aber wir können es doch so. Und dann so. Cool. Haha, da haben wir zu wenig Titan. Gut, dann nehmen wir mal die Eisenkorrekturdüsen. Machen wir es so. Ich habe keine Ahnung, ob sich das Schiff dann steuern lässt, sorry. Aber ich fürchte, wir werden es rausfinden. Hier können wir auch noch welche hinsetzen. Nein, können wir nicht, das ist zu teuer. Okay, also das wäre unser Schiff. Was wir jetzt unbedingt auch noch brauchen, ist was, was wir hier sehen. Also, dein Schiff hat keine Besatzung, ist okay, ist klar, ist auch logisch. Dein Schiff verbraucht mehr Energie, als es produziert. Da müssen wir jetzt schauen, das wäre ganz schlecht. Erzeugte Energie, benötigte Energie, stimmt. Das ist ganz schlecht. Was ist, wenn wir da die Backe wegnehmen? Möchte es zwar nicht, aber ich tue es jetzt mal. So. Benötigt Energie, erzeugt Energie. Jetzt sind wir da zumindest in etwa ähnlich. Jetzt können wir allerdings schauen, ob wir nicht einen kleinen Generator hinkriegen. Allerdings wäre der viel zu teuer. Nee, bis der Preis. Naja, wobei, doch, wir kriegen es hin. Und wenn wir es jetzt auch noch drehen, Moment, das geht mit der R-Taste. Bringen wir es vielleicht sogar da rein. Haben wir das noch. Mist, immer noch zu wenig rückgängig. Dann machen wir es doch ein bisschen breiter. Noch ein Stückchen. Jetzt wäre es super. Jetzt hätten wir mehr Energie, als wir brauchen. Uiuiuiui. So. Und jetzt steht da noch, dein Schiff ist schwach verglichen mit anderen Schiffen in dieser Region. Das heißt, ich sollte natürlich noch was für meine Bewaffnung tun. Und dazu die Geschütztürme. Momentan kann ich noch nicht allzu viele drauf montieren. So und so. Und beim Bergbauleser habe ich jetzt dann das Problem, dass ich überhaupt nur einen setzen kann. Mehr kann ich nicht drauf geben. Da unten steht jetzt, was ich an Crew brauche. Was sehr interessant werden dürfte mit 323 Credits. Aber egal, schauen wir es uns halt einfach mal an. So, also sagen wir jetzt mit B beenden wir es. Also zuerst speichern wir es mal ab, ja? Speichern. Das da war. Nein, ich zeige euch den jetzt nicht. Vielleicht irgendwann einmal. Gut, mit B beenden wir das Ganze. Und jetzt schauen wir mal, ob wir da andocken können.
Jede dieser Stationen hat irgendwo Andockbuchten. Die werden mir bei dem aber jetzt gar nicht angezeigt. Hat er keine Andockbucht? Na komm. Ich würde gerne andocken. Ah, da hat er die Docks. Ich darf sein Schiff natürlich auch nicht so oft rammern. Weil logischerweise wollen sie irgendwann nicht mehr mit mir handeln, weil sie mich für feindselig halten. So, wir haben jetzt nur noch 323 Credits. Das heißt, ich muss jetzt kurz in die Drohne umsteigen. Wir brauchen ein paar Ressourcen. Sonst kann man sich nicht einmal mehr was leisten. Schauen wir mal da ins Asteroidenfeld. Vielleicht können wir es dann gleich beim Rohstoffdings verkaufen. Damit unser Schiff dann auch was hat. Ja, das ist ein Asteroid, der dürfte Eisen haben. Die Drohne kann man jetzt natürlich wieder näher ranzoomen. Ihr seht all diese grünen Markierungen, das ist alles irgendwas. Hier haben wir zum Beispiel ein Tor. Oder da hätten wir ein Güterschiff. Da hätten wir auch noch Asteroiden. Ja, jetzt legen wir mal ein bisschen Eisen, damit wir ihm das verkaufen. Die Drohne haben wir immer, also auch sollte mein Schiff aus irgendwelchen Gründen vernichtet werden, können wir jederzeit mit der Drohne quasi neu anfangen. Die kann nicht kaputt gehen. Haben sie übertrieben mit dem Schiff, ehrlich wahr? Egal, es hat mich jetzt gerade interessiert, ob man das so hinkriegt. Aber ihr habt es gesehen, man kann das im Prinzip in jede Form bringen, die man selber möchte. Man kann auch schrägen bauen. Man kann das so verdammt viel machen. Und wie gesagt, am 23. kommt das Ganze als Early Access raus. Wird wahrscheinlich so an die 20 Euro kosten, wenn man den Infos auf der Webseite glauben darf. Und ja, ist ein Early Access Titel, wo der Programmierer oder der Hauptprogrammierer, sagen wir es mal so, von sich sagt, an dem Spiel wird ordentlich weitergemacht. Ja, das ist im Prinzip, ja, es war mal so ein Hobbyprojekt, hat dann 3 Jahre gebraucht, dann war es in Greenlight. Dort hat es allerdings nur ein paar Tage gebraucht, bis es sein Ziel erreicht hat. Ja, und jetzt haben wir es auf Steam. Ich drücke den Spielemachern auf jeden Fall die Daumen. Das Spiel schaut lustig. Lustig ist der falsche Begriff. Es schaut super aus. Es ist horrormäßig komplex. Es bräuchte wahrscheinlich ein Let's Play von, ich habe keine Ahnung, wie viele 100 Folgen. Und ich habe es mal auf Steam entdeckt, haben wir gedacht, das schaut ganz nett aus. Das würde ich mir mal gerne näher anschauen. Habe aber mehr so damit gerechnet, dass das so ein typischer Mini-Indie-Titel ist. Und habe hier blöd geschaut, wie ich das Spiel das zum ersten Mal geöffnet habe. Im wahrsten Sinne des Wortes. Überhaupt, wie ich das erste Mal das Tutorial durchgemacht habe. Ah, ja, okay, jetzt haben wir das auch mal gesehen. Du schaut's aus, wenn man dagegen kracht. So, jetzt hätten wir wieder ein paar Ressourcen. Können wir dann verkaufen. Dann, ups. No. Und jetzt
als mein Leser wohl nicht mehr mitgekommen, was ich möchte. Kann ich verstehen, lieber Leser. So. Du bist jetzt da, wo mein Schiff ist, oder? Schiffswerft. Das ist das Einzige, was ich bisher noch nicht rausgefunden habe, wie ich mein Schiff wiederfinde, wenn ich es verloren habe. Computerkomponenten, nein. Was ist das da? Das ist das Ressourcen. Da hätten wir auch einen Dock. Das nehmen wir gleich. Man muss natürlich nah genug dran sein. Und man darf auch nicht vorbeifliegen. So. Ich möchte Materialien handeln. Ich möchte was verkaufen. Wieso kann ich 5000? Achso, das ist der Vorrat der Station. Okay. 1300, sagen wir jetzt. Und Titan. Warte, verkaufen wir mal das. Oh, 5000 Credits. Und dann verkaufe ich mal 100. Titan. So. Jetzt kann mein Schiff definitiv auch Besatzung kaufen. Weil ich jemals wieder mein Schiff finde. Hat hier jemand mein Schiff gesehen? Du bist was anderes. Korrekt, genau. Da kämpfen schon in meinem Sektor. Ich weiß zwar, das habe ich jetzt gerade gar nicht mitgekriegt, wer gegen was. Reparaturdock? Nein, dort war ich nicht. Transporter. Es war schon das. Das ist die Schiffswerft. Dann fliegen wir mal dorthin. Ja, diese Schaufolge wird jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen länger sein. Damit ich euch auch ein bisschen was zeigen kann. Also die Materialien, die ihr hier oben seht, das sind nicht alle, mit denen man handeln kann. Man kann auch mit vielen, vielen Komponenten handeln. Ich habe da oben die Möglichkeit, zum Beispiel auch noch E-Mails zu schreiben mit anderen. Auf diese Weise funktioniert momentan auch das Transportieren von Rohstoffen zwischen Spielern. Ich habe die Galaxiekarte, das war die Karte, die ihr vorher schon kurz gesehen habt. Ich habe ein Schiffsmenü, wo ich mir die Infos zu meinem Schiff anschauen kann. Das bringt euch allerdings mehr, sollte ich mein Schiff wiederfinden. Ein Spielermenü, wo ich sehe, was habe ich alles, was habe ich in meinem Inventar noch. Wie schaut es mit meiner Diplomatie aus? Das heißt, mit wem verstehe ich mich besonders gut oder schlecht? Und so weiter, genau. Also ihr seht, das Spiel ist wirklich, wirklich, wirklich umfassend. Und ich glaube, wenn ich das richtig sehe, das ist mein Schiff. Das ist mein Klotz. Ja, das ist er. gut. So. Und das Schlimmste ist dann, wenn man ewig an dem Schiff sitzt und man findet raus, das Schiff ist nicht steuerbar. Also jetzt das, muss ich sagen, ist sogar halbwegs gut steuerbar. Ich habe aber schon mal jetzt gebaut, da habe ich mir gedacht, oh Gott. So. Hallo, Sie reden mit dem automatischen Antwortsystem vom Schiffswerft und so weiter. Ich möchte eine Crew anheuern. So, was brauche ich denn alles? Ich brauche Ingenieure, ich brauche Geschütztürme, ich brauche Bergbauer und ich brauche Mechaniker. Ich habe jetzt natürlich nicht gemerkt, wie viele. Ne, das war das Falsche. Schiffsmenü. So. Ich brauche 4 Kanoniere, 2 Ingenieure, 3 Mechaniker. Also, 3 Mechaniker. 1, 2, 3 Mechaniker. 2 Ingenieure anheuern. 4 Kanoniere.
Anheuern. Oh, eine kleine Gruppe Alienschiffe ist aufgetaucht. Okay. Bergbau waren zwei, brauche ich. Cool. Ich brauche mehr Unteroffiziere. Tja, Unteroffiziere bieten sie mir hier natürlich jetzt nicht an. Unteroffiziere braucht man, sobald man mehr als 10 Leute hat, braucht man einen Unteroffizier. Also alle 10 kriege ich wenigstens einen. Gut, dann habe ich jetzt alles außer Bergbau. Das wäre die Frage, die kämpfen hier. Ich kann mich selber entscheiden, für welche Seite ich mitkämpfen will oder ob ich mich überhaupt einmischen möchte. Wenn ich mich allerdings einmal eingemischt habe, dann sollte ich dabei bleiben. Das Badmob-Kollektiv greift hier an. Was ist das hier? Ach, die Xotan greifen hier an. Das ist doch dieses unbekannte Volk. Und die greifen diese hier an. Moment, wie schaut es mit meiner Diplomatie aus? Xotan. Da haben wir noch überhaupt keine Beziehung. Hier müssten wir eigentlich eine halbwegs gute haben. Bisher. Oh, man sollte auch aufpassen. Was mischt sich da ein? Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich da einmischen sollte. Legen wir mal da hoch. Eventuell etwas an den Asteroiden da vorbei. Mein Schiff ist jetzt nicht das kleinste. So, die greifen das hier an. Dann helfen wir mal den Grünen. Ich bin aber wahrscheinlich noch zu klein, zu weit weg. Jetzt mache ich auch Schaden. So. Das ist allerdings ein reines Güterschiff, was wir da gerade angreifen. Yeah. Das war wieder mal voll professionell. Gib mir deine Fracht. Haha, ich meine es ernst. Gut, wir müssen jetzt nicht Ketten rasseln. Ah, die haben aufgehört zum Angreifen. Ich muss aber nicht aufhören. Gut, also die Beziehungen zum Badmut-Kap. Kollektiv verschlechtern sich dementsprechend und jetzt habe ich das Schiff scheinbar entsorgt. Das ist auch das Badmut-Kollektiv, gell? Ja. Also vielleicht gar keine so gute Idee, aber egal, jetzt haben wir es gemacht. Da. Da ist jetzt noch ein Schiff, das ist rot. Das sind die Xotan. Aber wieso greifen die Xotan einfach an? Und was haben wir da? Beach. Ach, ein Wrack, ein Teil, genau. Es gibt doch was zum Abpacken, aber das habe ich natürlich noch nicht. Mann, die Frage, kann ich gar nichts machen oder wie? Okay.
Also es gibt auch noch Sachen, mit denen man die Teile dann abwracken könnte. Habe ich natürlich noch nicht. Und das prallt irgendwie nur ab. Okay, dann haben wir da so ein paar Teile rumschwirren. So, und die Corvette schaut jetzt auch schon beschädigt aus. Piraten greifen den Sektor an. Jetzt wird's lustig, wo sind die? Da unten habe ich was Gutes. Da. Ne, das ist das da. Wo finde ich die Piraten? Da oben irgendwo. Da die Tore. Also im Prinzip, man sieht sie rund um den Monitor. Ah, da unten, Leute. Da sind sie. Und das hier sind Piraten. Die fliegen nicht laut langsam. Sollte man natürlich tunlichst mithelfen. Wir müssen aufpassen, dass mein Schiff nicht zu sehr zerstört wird. Aber das eine haben wir vielleicht down. Doch schon nach Titanus, oder? Yep. Oh, da gibt es was zum Einsammeln. Das will ich haben. Sehr gut, das haben wir. Damit kann man nicht Sachen upgraden. Aber da kann ich euch nur empfehlen, schaut euch das Spiel selbst an. Es macht auf jeden Fall sehr interessant und mir macht irgendwie Spaß. Aber, ja, einen Raumschiff, wie fliege ich mein Raumschiffkurs, brauche ich noch. Gut, meine Verbindung zu dem Kollektiv hier hat sich natürlich verbessert mit dem, was ich jetzt gemacht habe. Dem wird es nicht gefallen, wenn man gegen Piraten verteidigt. Was schießt denn da noch auf mich? Auf das Ding da drüben. Na komm her. Das kriegen wir auch noch klein, hoffentlich. Gut, also so gut steuerbar ist mein Schiff jetzt doch nicht. Also gerade mit dem Ausweichen. Gehen wir doch das ein oder andere Äußel in den Triebwerken her. Da müsste man nacharbeiten. Na, komm! Ich meine, gut, wir sind jetzt hier im Anfangssektor, ja? Gut, meine Beziehungen haben sich noch besser, noch mehr verbessert. Wie gesagt, noch kann ich da kommen. Muss abhaben. Danke, dass du dich um diese Piraten gekümmert hast. Wir haben dir eine Belohnung über... Oh, schaut's mal hoch. Ich habe 12.000 Credits. Aber bitte immer gerne doch. Was sagt jetzt mein Spielermenü? Okay, bei den Piraten bin ich verabscheut. Muss ich ehrlich sagen, das stört mich nicht. AX hier, weiß ich nicht, Taster füllt. Da habe ich mich nicht eingemischt. Okay. Missionen. Ich kann immer wieder Missionen annehmen, beziehungsweise auch bei den Raumstationen gibt es Sachen, die die suchen. Da kann man sich natürlich dann drum kümmern und kriegt unter Umständen auch noch Geld. Kollektivfunk. Das ist ja schon wieder was anderes.
Hier ist Kaufmann Uquax. Was wollen Sie? Ah, da kriegt man so Tipps, genau. Also man kann auch diverse Sachen verbessern. Ich sage, es ist verdammt komplex, das ganze Spiel. Was haben wir da? Eine Corvette, okay. Also ich kann nur empfehlen, einfach mal anschauen. Zumindest wem diese Art von Spiel gefällt. Und nicht verzweifeln, wenn es ein bisschen braucht, bis reinkommt. Oder bis ihr euch dann das Raumschiff bauen könnt, wo ihr sagt, das ist cool. Es wird auf jeden Fall mehr als nur einen Versuch brauchen. Bin ich mir ziemlich sicher. Hoffentlich. Naja, egal. So, ich sag damit, das war's von Avarion. Mal schauen, in ein paar Patches schauen wir wieder rein. Schauen, was sich so getan hat. Ich lese ja sowieso mit, was sich so tut. Also ich lese dann in den sozialen Medien mit und dann schauen wir weiter. Ich finde auf jeden Fall, ist ein außergewöhnliches Indie-Spiel. Da steckt viel Arbeit dahinter. Und kann nur sagen, schaut super aus bisher. Das war's von der Dano. Ich sage tschüss, tschababa. Bis zum nächsten Mal.